Ja, du erinnerst dich sicher an den Film Findet Nemo. Kannst du dir vorstellen, was damals für ein Hype durch die Meerwasserbranche ging? Das war verrückt, aber leider auch oftmals zum Leidtragen der Tiere. Hi und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Meerwasser Online. Ich bin Olli und wir helfen dir, das schönste Hobby der Welt besser zu verstehen, Schritt für Schritt und leicht verständlich zu deinem eigenen toplaufenden Meerwasseraquarium. Wenn du es kaum erwarten kannst, endlich dein eigenes Becken zu starten, dann klicke hier unten auf den Link in der Videobeschreibung und du erfährst in 7 einfachen Schritten, wie du dir das Meer nach Hause holst. Ja, wie war das denn damals, Findet Nemo? Kannst du dir vorstellen, was danach passiert ist? Jeder, der den Film gesehen hat, jedes Kind wollte plötzlich eine Nemo und eine Dory. Und die Leute sind in die Zooläden gerannt, zum Fachhändler gerannt und wollten unbedingt jetzt ein Aquarium und ein Nemo-Fisch und eine Dory reinsetzen. Ja, nur viele wussten einfach nicht, was sie da tun. Sie haben sich gar keine Gedanken gemacht, dass die Tiere ja irgendwie artgerecht gehalten werden müssen. Die leben in einer Anemone, wie man ja bekanntlich weiß. Eine Dory ist ein Palettendoktor, braucht wahnsinnig viel Schwimmraum. Die Leute sind mit dem Gedanken ins Geschäft gegangen und gesagt, okay, ich hole mir jetzt mal so 30 Liter Cube und da passen die dann rein. Ich fülle ein bisschen Leitungswasser rein und los geht's. Und das war eine ganz, ganz verrückte Zeit. Und viele haben damit einen schönen Reibach gemacht. Viele haben verkauft, verkauft, verkauft. Und im Nachhinein hat man auch mitbekommen, nicht jeder hat da super gut und passend beraten. Und das meinten wir zu der Einleitung, oder meinte ich bei der Einleitung, zum Thema zum Leidtragen der Tiere. Und das kann eigentlich nicht sein. Ist passiert, sollte nicht nochmal passieren. Und dieses Video, da möchten wir dich einfach mal mitnehmen, weil wir haben auch ein Clownfischpärchen. Den Ocellaris bei uns im Schaubecken. Die leben in keiner Anemone. Dafür gibt es aber eine Alternative und dem Pärchen geht es sehr, sehr gut. Und wir nehmen dich jetzt einfach mal mit auf einen kleinen Rundflug über das Becken und da sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt angekommen über dem Riff im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich sind wir hier nicht im Hubschrauber unterwegs, ne? Sondern das ist ein Reef View, das ist so ein Glaskasten, wo man ein Smartphone reinlegt und man einfach da ganz toll die Tiere beobachten kann. Und hier hast du einfach mal einen tollen Einblick, wo unsere zwei Tiere leben. Ne? Das sind ja Ocellaris, das ist der falsche Clownfisch. Viele fragen sich dann immer, warum der Begriff falscher Clownfisch ist relativ einfach. Der falsche Clownfisch, der wohnt in einer ganz anderen Ecke wie der eigentliche Clownfisch. Der kommt irgendwo aus, der falsche Clownfisch kommt irgendwo aus Südostasien. Und das ist einfach die Maserung, die ihn ausmacht, der ihm diesen Namen gegeben hat. Das ist ein Wildfangpärchen bei uns. Wir haben ein SPS-lastiges Becken, Steinkorallenbecken und haben uns deshalb entschieden, keine Anemone einzusetzen, weil Anemonen eben wanderfreudig sind und man da oft auf das Problem stößt, ne, die vernässelt dann die SPS. Also haben wir hier den Ocellaris einfach eine Alternative geboten. Es ist eine Axifuge, das ist eine Bartkoralle, ein ganz großes Tier mit über 100 Köpfen. Die hat dann schon so, ja, eine gute Handballgröße und da wohnen die zwei. Total friedlich schon seit Jahren drin. Ist wie erwähnt keine Nachzucht, sondern ein Wildfangpärchen. Das kleinere Exemplar ist das Männchen. Der wird immer dazu verdonnert und so ein bisschen unterdrückt, auf das Zuhause aufzupassen. Und das größere Tier ist, die ist so etwas dunkler gemasert, das ist das Weibchen. Die verteidigt dann auch mit allem das Zuhause. Ne? Also wenn da einer vorbeischwimmt, der da nicht hingehört, der wird dann auch immer ruckzuck verjagt. Ja, die fühlen sich pudelwohl. Woran merkt man das? Die leichen auch ab und an hinten an dem schwarzen Schacht mal ab. Leider in einem Mischbecken haben die kleinen Baby-Nemos, wir wollen es jetzt nicht zu sehr verniedlichen, sodass viele jetzt sagen, oh, die haben ja einfach hier keine Chance. Das ist, da sind so viele andere Fische, die fressen das dann einfach weg. Aber es ist halt, liegt in der Natur der Tiere, dass die das machen. Und wenn die sich wohlfühlen, laichen die auch ganz gerne mal.
Ja, in der Natur gehen die ja eine Symbiose ein, quasi mit einer Anemone. Was bedeutet in dem Fall die Symbiose? Ist relativ einfach. Die Anemone bietet den Tieren Schutz, weil eine Anemone, das weiß man, oder hat man vielleicht schon mal mitbekommen, wenn man da reingreift, die stößt Nesselgifte aus. Das ist so ähnlich wie eine Verbrennung auf der Haut. Und dafür halten die Clownfische oder der falsche Clownfisch in unserem Fall, die halten dann die Anemone sauber. Und genauso läuft das Ganze hier jetzt bei der Bartkoralle. Ne, da leben die absolut in der Symbiose. Bei einer Anemone ist es so. Viele fragen sich, ja Moment, der wird doch da bestimmt vernesselt. Wie kann der Fisch das, wenn die für Verbrennung sorgt? Ja, das ist relativ einfach. Die Clownfische haben da eine Schutzhaut. Denen passiert da einfach nichts. Alternativ gehen die auch ganz gerne mal in eine LPS-Koralle. Das kann dann auch schon immer vorkommen. Je nachdem, was sich da im Becken bietet, suchen die sich da ihr Zuhause als Alternative zur Anemone und leben auch da sehr, sehr, sehr naturnah und friedlich drin. Das geht absolut. Wichtig ist, den Tieren auch ein Zuhause zu bieten, was eben diesem natürlichen Lebensraum in etwa entspricht. Und ja, hier wollten wir dir einfach mal einen Einblick geben, wie bei uns die zwei, das Perkula-Pärchen lebt. Absolut friedlich, schon seit über vielen, vielen Jahren haben sie sich mit der Axifuga, mit der Bartkoralle arrangiert und es funktioniert einfach absolut hervorragend. Ja, so viel mal zur richtigen Haltung eines Clownfisch-Pärchens. Auch die brauchen ein bisschen Schwimmraum, natürlich bei weitem nicht so viel wie die Dory, also wie der Palettendoktor damals. Ein Clownfischpärchen kann auch in kleineren Aquarien, ich sag mal so ab 100, 150 Liter, wenn das jetzt nur ein Clownfischpärchen sein sollte, gehalten werden. Wichtig ist, gebt denen einen natürlichen Lebensraum und da danken sie es dir auch mit einem tollen Verhalten im Aquarium. Es ist ein sehr friedlicher Fisch, ein sehr schöner Fisch, die einfach ein ganz, ganz tolles soziales Verhalten an den Tag legen. Ja, wir hoffen, dir hat das Video gefallen und wenn dem so sein sollte, lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Bleib unserem Kanal treu und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao. Du erinnerst dich sicher an den Film Findet Nemo und kannst dir vielleicht denken, was da für ein Hype durch die Meerwasserbranche. Warum ist hier oben eigentlich das Licht an? Warum ist denn das Licht an?